mal ist er elastisch. Er zieht sein Zwiebel dazu. Guck mal, ist er elastisch. Aber wie nach dem? Ich schmeiß mit dem Teller. Du hörst jetzt auf, du tust jetzt essen, der Papa gibt dir jetzt Bloß. So, nehmt euch bitte ein und schneiden. Wie schneidest du? Buon Appetito! Buon Appetito! Gerne Gabel. Ich habe ja hier eine Gabel. Probier. So. Oh. Wie soll ich ihn machen? So? Nein! Lecker! Lecker! Oh, schöne lange Züge schneiden. Romina! Hallo! Oh, jetzt kommt das Ei! Oi. Fein! Überraschung! Nein, eine Scheibe. Das ist sein Blüschenei. Ja, du mal da bitte ein Glas drauf. So, fein! Noch eine Scheibe. Und dann lass uns mal fotografieren. Ja. Noch eine. Und du hörst jetzt auf. Weil sonst gehst du hinter separat an den Tisch. So, lecker. Gut. Wird sich auf. Wieder eine Scheibe. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Erstmal gut. Ja, mal Joy, eine Bruschetta. Bruschetta italiana. Con tutti, pomodoro e gelata. Roccorolo. Das ist Gemüse. Buon appetito! Schön essen, ne? Hackbraten. Das geht gleich besser zu. Wo ist denn? Was machst du denn, Johnny? Falscher Hase. Du meinst es sehr gut. Schön essen. Was die andere tun dich. Und Mina. Ist der letzte? Dein Fleisch schon mal. Schmeckt ganz gut. Man hat schon gekostet. Kannst du nicht selber pusten? Du hast Aufreger geworden. Das geht gar nicht mehr. Du bist jetzt drin, Taxi. Ha? Das ist gut. Oder bei dir. Kann ich mir das nehmen oder machen? Nee, weil wir haben auch 3D-Posten-Spiel. Ich fahre da. Das ist ja.
Hackbraten ist, ich glaube, das ist wirklich zu nehmen. Meine Mama hat gesagt, die Bärli, ich könnte sie nicht zu nehmen. Die Gambri. Würdest du essen? Bella Romina. Das ist ein schädliches Fleisch, ne? Schwein. Hä? Okay. Ja, das eine ist ein Fleisch. Hast du Hackfleisch? Ha? Das Fleisch genommen, du nicht. Du nicht das Hackfleisch, ne? Du hast genommen, ne? Für? Ja, warte doch, Romina. Wasser. Wasser. Sag mal, Wasser. 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 Langsam trinken wir das hier alles in das. Schatzi, da ist doch eine Soße. Hier, ich will nur den. Willst du das? Ja. Ja, mal deutsches Essen, nicht Englisch. Drei Eier, drei Backen. Hast du fünf Eier noch? Hä? Fünf Eier noch? Ja. Dann hör doch mal auf, das ist mein Teller, da ist dein Teller. Gestern waren 4 oder 5 Stunden auf Arte. Nur über die Kühe. Französische Kühe. Und über das Essverhalten der Menschen. Und über die besten Kühe der Welt. Das war ein Wahnsinn. Wir haben das. Das ist ja noch in 2 Jahren. Die Bärbel ist nicht so 15 im Schlaf. Jetzt sind wir in den Buch. Was hast du geschaut? Die Trauben sind noch genau. Wo die Traumpaare zusammen waren. Wo Paare zusammen gesungen haben. Die Katzenberger mit Jahren. Das ist Sing mein Song oder was ist das? Wie ist das? Sing mein Song. Nee, also. Absetz. Ja, Blendrücken. Essen wir eine Stunde? Ja, da ist der Teller. Ich war Bilanzchef. Haben ja sich mit Chemiker und Essverhalten zusammengesetzt. Damit man aus dem Menschen das meiste rausholt, wollte man nicht, dass der Mensch hat zwischen Essen und Schlaf 3 Uhr heimgeht und 5 Uhr isst und 7 Uhr ist gesund. So was ist. 80% der Menschen war 1910 um 19 Uhr im Bett. 19 Uhr? Ja, das ist ein Eierkäse. 80% der Menschheit. Das ist etwas schwierig. Das weiß man gar nicht. Die Reise im Mund. Aber die Statistiken, die sind hier die Frage. Das ist ein Eierkäse. Das kann ich auch noch. Wenn ich um 19 Uhr schon schlafe. Pass auf, steht mir jetzt vor, der wird vor. Du hast kein Gebühr. Du hast kein TV, du hast kein elektrisches Licht, du hast keine Lampe. 1910 hast du es nicht gegeben. Mina. Du hast ein Gasfunzel gegeben oder Kerze. Und im Winter war es 5 Uhr dunkel. Und jetzt hast du nichts mehr gehabt, du hast nur noch jemanden gesehen, weil es das Platzhalter ist. Weil es kommt, es ist jede, jeden Tag zu groß ist. Das heißt, die Leute waren wach gesessen und dunkel. Aber wenn es nicht gern ist, machen sie gerne.
Ich habe die lang gewaschen, ist der ganze Tag. Ja, okay. Ja, und den Dunkel, den müssen wir noch mal dabei. Schau dir mal, ja. Sehen, was ist wirklich eher? Also ich bin jetzt müde, bist du jetzt mal fertig mit Essen? Aber die Übung, die das Fleisch noch kommt. Stimmt schon, das kann man nicht anders machen. Fleisch musst du auch mal essen. Du weißt ja auch Fleisch. Es war kein Sturm da. Ja, das war, deswegen kann man einfach nicht mehr. Deswegen können sich Kinder so wie du, wie ich, das gar nicht vorstellen, dass Menschen zum Schwimmen zwischen 16 und 18 Jahren so ins Bett kommen. Aber wenn er warum? In der Leute. Dann weißt du, wenn ich mal schwimmen kann, schau das mal vor, wie das so bei den Königen, bei den Fürsten, die haben am Dach, in ihre, zum Beispiel in der Seite, eine Grenze gehabt, und wir behalten den Kino. Wir behalten den Kino. Und da jetzt hörst du auf. Wie hat die Zeit geheißen? Absolutismus. Komm her, ich stell's zu mir hier hin, da kommt alles her. Tschüssi! Der Französischen, die letzte französische Königszeit. Absolutismus. Warte, da ist noch nichts drin. Wo die Könige und die Fürsten alles gehabt haben, hat sie getrunken, dann hat sie mit Frauen was verkauft und Wasser trinken. Und ist weitergeschaut. Ja. Nichts gehabt. Der war nichts. Was? Der hat mir nichts gegeben. Also, letztes Jahr raus. Der braucht bald keinen. So. Wieder mal, ich mach das nicht. Wieder gute Nacht. Was denn?